Wer ist diese gruselige Gestalt? Auch Link zittert. Na gut, ihm ist eher kalt. Er hat keine Angst. Aber ich? Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Okay. Ja gut, dann warte. Wir haben uns hier zwar noch nicht wirklich umgesehen, hier beim Gorondorf, aber ich erhalte jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit dazu. Oder doch? Wo geht denn der lang? Ich war ja noch nicht mal bei den Goronen drin. Wir sind nämlich am Ende des letzten Parts so ein bisschen in was reingerutscht, sag ich mal. Aber das war nicht schlecht, denn wir haben dadurch das Auge der Wahrheit gefunden. Hilfe! Und dieses Item macht Dinge sichtbar, die vorher zwar da waren, aber für das bloße Auge nicht zu erkennen waren. Wo geht der denn hin? Moment mal. Ich habe eine Idee, wo er hingeht. Warum nehme ich jedes Mal eine Bombe? Ist gar nicht gewollt. Mhm. Ja doch, ich weiß, wo er hingeht. Er geht zu dem, also zu der Schlucht da. Zu der Kletterwand. Wo wir bereits herausgefunden haben, dass man da hochklettern kann. Aber der Weg ist halt etwas kompliziert. Und wow, ohne das Auge der Wahrheit wird man den Weg nie finden. Deswegen ist das auch so gut, dass wir das Item so schnell finden konnten. Ich finde es im Übrigen sehr nice, wie das Ganze eine Ovalform hat. Seht ihr die Pupille? Das sind nämlich zwei so. Also, ja gut, es ist einmal ein Kreis und einmal ein Oval. Das macht das Ganze sehr realistisch. Sodass es halt wirklich ein Auge ist. Ja, er geht wirklich dahin. Okay. Dann werden wir jetzt erfahren, was da oben ist. Warte auf mich. Oh Mann, wieso flicke ich da jedes Mal runter? Verstehe ich gar nicht. Das ist ja echt doof. Aber immerhin, man nimmt keinen Schaden im Wasser. Weil so eisig wie das ist, kann das ja durchaus mal sein. Ich habe aber gerade echt keinen Skill im Springen. Und die Frage ist, warum ich Dulli mich dann nicht einfach in einen Deku verwandle. Denn dann kann ich übers Wasser jumpen. Ne? Das war ein Problem eigentlich. Wenn man nur nachdenkt, was man so alles für Fähigkeiten hat. Man muss sie halt nur nutzen. Ja, wohin jetzt? Links oder rechts? Halt, rechts sind wir letztens runtergefallen, deswegen gehe ich jetzt nach links. Das muss aber nichts heißen. War aber anscheinend richtig. Okay, jetzt gehe ich nach rechts. Oh. Leider falsch. Ja, ich habe zwar gesagt, das Auge der Wahrheit kostet nicht so viel Energie, aber wenn ich jetzt hier noch öfters falsch liege. Bitte was? Das ist auch verkehrt? Das kann doch gar nicht sein. Wenn ich jetzt hier noch öfter falsch liege, dann werde ich es nicht schaffen. Ich habe nur noch ein Drittel meiner maximalen Energie zur Verfügung. Dann war doch rechts richtig. Und der linke Pfad ist komplett falsch. Was eine Verarsche. Schneller. Jetzt aber nach links. Es kann ja gar nicht sein, dass links immer falsch ist. Komm schon. Komm, du schaffst es. Jetzt rechts. Komm. Ja gut, ich brauche mich jetzt hier nicht hetzen. Es wird auf jeden Fall reichen. Also, ja, okay. So viel Energie verbraucht das halt wirklich nicht. Oh, da oben sind sogar magische Krüge. Super. In diesem Grab ruht ein großer Held der Goronen. Ich kam hierher, um ihm
ein Denkmal zu errichten, doch jetzt blockieren Schneeverwehungen den Weg und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück. Aber noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eis erstarrt ist. So wie es aussieht, wird auch mich dieses Schicksal ereilen. Oh, hätte ich nur etwas von dem heißen Quellwasser mitgenommen, auf das ich stieß, als ich das Heldengrab errichtet habe. Aber die heiße Quelle wird nun von dem Grabstein versiegelt. Ich habe nicht die Kraft, um ihn alleine zu bewegen. Aber wir Goronen sagen immer, es hat keinen Sinn, über gespaltene Steine zu weinen. Das heißt, hier drin ist das heiße Quellwasser, ja? Interessant. So, wer bist du nun? Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehen, der bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Dharmani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider bin ich jetzt tot. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Piggy Bärni auf. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von einer Klippe. Und hier bin ich nun. Wie ärgerlich. Eine Runde Mitleid. Oh. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Befreie meine Seele, egal wie, aber bitte tu es. Song of Healing? Offenbar, ja. Wenn ich schon höre, dann wird's richtig sein. Nein, Moment. Ach so, doch, doch. Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Welch lindernder Klang. Alle meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik. Und schon wieder treffen wir einen Toten. Irgendwie normal für dieses Spiel. Traurig, sehr traurig. Aber er war wohl wirklich ein Held. Oh, und jetzt heult er sogar. Das macht mich schon betroffen. Aber wisst ihr was? Er kann in Link weiterleben. Und zwar damit. Das war klar. Wir können ein Gorone sein. War mir auch schon vorher bekannt, muss ich dazu sagen. Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinen Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Yeah! Du hast die Goronenhaut erhalten. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goronenkriegers. Verwende sie, um in den Körper eines Goronen zu schlüpfen. Setze sie ab, um dich wieder zurückzuverwandeln. Zwar wusste ich, dass mein Gorone sein kann, aber wie sich das anfühlt, natürlich noch nicht. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Für das Wohl der Goronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Kein Problem. Erstmal ausrüsten. Ja, den Dekbu werden wir vermutlich jetzt nicht mehr so häufig brauchen, deswegen... Also vor allem in dem Gebiet hier. Deswegen lege ich den mal ab. Und setz den Goronen auf! Auch wenn es Link im ersten Moment wehtut... Den zweiten Blick ist es doch cool. Ich komme mir jetzt zwar langsamer vor, aber... Boah, ganz schön kräftig. Einrollen. Lol. Naja, erstmal lesen hier. Hier ruht Dharmani der Dritte, Held der Goron. Dieses Denkmal soll die Erinnerung an seine großen Taten aufrechterhalten. Willst du an seiner Weisheit teilhaben? Achso, hier steht, was man
als Gorone machen kann. Aktionen. O Auserwählter, durch deine Kraft vermagst du Lasten zu heben, die sonst niemand bewältigen könnte. Und auch dein Herz ist stark, da es mehr als jedes andere von Erbarmen erfüllt ist. Verwende A und das Teil, um nicht zusammenzurollen und an Orte zu gelangen, die sonst niemand erreicht. Goronen, die Magie beherrschen und schnell genug rollen, werden Stacheln hervorbringen, um alle Feinde auf ihrem Weg zu besiegen. Cool. Goronen versinken im Wasser wie Steine in einem reißenden Fluss. Zu kleiner Bewegung fähig werden sie ein Opfer der Tiefe. Deswegen stand überall, ja, hier Gorone Endstation. Pass auf. Ich verstehe. Damit haben wir auch schon den größten Unterschied zum Deku. Weil der kann übers Wasser hüpfen und hat damit kein Problem. Naja, zumindest nach 5 Hüpfern. Link kann unendlich schwimmen, aber halt auch nicht so wirklich tauchen. Kampf. Drücke B, um den gefürchteten Hieb eines Goronen zu entfesseln. Außerdem kann der Deku fliegen und der Gorone rollen. Ja gut. Drücke mehrmals B, um einen Hagel von Schlägen auszulösen. Drücke A, um dich zusammenzurollen. Drücke danach B, um zu springen. Die Landung verursacht ein gewaltiges Beben. Was, echt? Oh ja, stampfen. Cool. Ey, ich finde den geil. Ohne Scheiß. Aber er sagte was von Stacheln. Wie denn? Aha. Wenn ich genug Speed habe. Ja, geil. Geht ja voll ab. Kostet zwar auch ziemlich viel Energie, aber geht richtig ab. Und jetzt, wie kriege ich das Ding weg? Ziehen, oder? Ja. Es hieß ja, unter dem Grabmal ist die Quelle. Da ist sie. Yay! Wir haben das heiße Quellwasser gefunden. Kann ich als Gorone die Flasche benutzen? Ja. Allerdings ist da eine Fee drin und die muss jetzt weg. Ein Herz konnte sie wenigstens heilen. Mir fällt jetzt übrigens erst die schöne Wandmalerei auf. Von den ganzen kleinen Goronen, die wahrscheinlich um diesen Damani trauern. Aber sie sehen jetzt nicht wirklich unglücklich aus, sondern sie feiern ihn. Ja gut, manche sind auch traurig. Wie gesagt, er kann in unserem Herzen weiterleben. Yeah! Aber mich regt es so ein bisschen auf, dass ich nur eine Flasche habe, Mensch. Wo gibt's denn die anderen? Weil es gibt halt jetzt ziemlich viele Stellen, an denen ich dieses Wasser gebrauchen könnte, wie zum Beispiel hier. Und da wäre es natürlich ganz gut, wenn man noch mehr Flaschen dabei hätte. Nein! Du bist doch nicht etwa der große Damani? Wessen Grabmal habe ich dann errichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab zu warm war? Ja, genau das war der Grund. Hey, Kumpel. Tau mal auf hier. Oh, verdammt, war das jetzt richtig so? Ja, zum Glück. Oh, was ist passiert? Oh, geht es dir gut, Bruder? Du warst im Eis gefangen, doch Damani hat dich gerettet. Der große Damani, spinnst du? Träumst du noch? Hast du das gehört? Der große Damani starb und liegt in seinem Hey, Damani! Ich war auch erschrocken, aber es sieht so aus, als wäre der große Damani nicht tot. Wirklich? Jetzt steht wieder ein Stern der Hoffnung am Himmel über dem Dorf. Großer Damani, bitte unternimm etwas gegen den Schneesturm, der vom Pic Hibernia kommt. Yo, Bros. Werde ich auf jeden Fall machen. Wenn ich weiß, wie. Ne, ohne Scheiß, was muss ich jetzt eigentlich machen? Der Schmiede helfen? Oder dem Goron, der eingefroren war? Boah, ich weiß es gerade nicht. Was ist wahrscheinlicher? Der Gorone eigentlich, ne? Oh, war das eine gute Idee? Nein, war es nicht. Ja, Freunde, was soll ich jetzt machen? Ich glaube fast der Gorone. Weil die Schmiede, da hieß es ja, Schwert schärfen. Also ich glaube, das erhöht einfach meinen Angriff. Ist zwar auch ganz nett, allerdings weiß ich nicht, wie lange das dauert. Und wir haben jetzt schon das Ende des zweiten Tages. Ich glaube, das wäre klüger, wenn ich das nochmal mache, wenn ich einfach mehr Zeit habe. Und jetzt diesen Goronen auftaue. So. War das der Weg hier? Ja. Zum Glück.
Weil hier unten, ihr seht es vielleicht, nee, seht ihr nicht. Auf der Karte, da gibt es 4 Wege und ja, da war ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich auf dem richtigen Pfad bin. Oh, hier komme ich doch jetzt nach oben, oder? Weil es hieß, als Gerone kommt man an Orte, die man sonst nicht erreicht. Zur Goronen-Rennstrecke, im Winter geschlossen. Ja, Mist. Dann komme ich genau zum falschen Zeitpunkt. Warum auch immer man sich hier hochrollen kann, ja? Was? Das heiße Quellwasser ist wieder abgekühlt? What? Verarschung! Na, klasse. Jetzt darf ich mir Neues holen. Aber vorher probiere ich mal, diesen Goronen auch ohne zu befreien. Vielleicht geht's ja. Nein. Kann ich irgendwie das Eis brechen? Auch nicht. Ja, hilft wohl nichts. Dann werde ich wohl oder übel neues Quellwasser holen müssen. So, jetzt habe ich wieder heißes Quellwasser. Aber wenn ich direkt ins kalte Wasser springe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass es abkühlt. Schnell, Beeilung. Los geht's. Noch weiter. Du schaffst es. Hä? Was soll das denn? War der schon immer da drin? Eigentlich ja nicht, ne? Seltsam. Yes! Boah, der ist ja übelst gebrechlich. Was ist denn das für ein Typ? Ach, wo bin ich? Oh, ist es schon so spät? Ich muss mich beeilen. Geh zur Seite, wir können später sprechen. Was? Hallo? Ich hab dich doch jetzt nicht umsonst aufgetaut, Alter. Sprich mit mir. Oh? Oh, du bist da, Mani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten, aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Nichts wird mich davon abhalten, den Pikibärenjahr wieder in Ordnung zu bringen und meinen geliebten Sohn zu beschützen. Sohn? Ich durchschaue die Illusion gleich. Bist du verschwunden? Das kann doch nicht wahr sein hier. Oh, einen wie dich sieht man hier sehr selten. Was willst du von einem Dorfältesten wie mir? Mir fehlt die Zeit, dich zu begleiten. Was? Du willst wissen, warum ich so in Eile bin? Dieser Kälteeinbruch, der zweifellos auf die Vorgänge am Pikibirnia zurückzuführen sind, hält das Dorf fest in einem eisigen Griff. Ohne Unterstützung von außen ist das Dorf zum Aussterben verurteilt. Und ständig habe ich das Bild meines Sohnes vor Augen, der wegen der Kälte nicht mehr aufhören kann zu weinen. Als Ältester ist meine Pflicht, etwas gegen diese Situation zu unternehmen. Aber das ist ein Problem der Goronen. Wir sollten keine Fremden mit hineinziehen. Oh. Junge, du weißt schon, dass du gleich umkippst und stirbst, oder? Zumindest siehst du genauso aus. Okay, ich bin etwas verwirrt. Von was für einem Sohn redet er? Ist der... Ja, muss ja so sein. Eigentlich muss sein Sohn in diesem Goronendorf sein. Ah, halt. Mich interessiert aber derbe, was sich hier in diesem Loch befindet. Dazu werde ich jetzt noch einmal Quellwasser holen. Ah ja, und ich spiele jetzt auch mal die Ballade des Kronos, denn die Zeit wird echt knapp. Coole Trommeln hat er. Wie Donkey Kong. Mag ich. Und auf geht's. Abermals gegen die Zeit. In mehrfacher Hinsicht. Wegen der Flasche. Und wegen der Uhrzeit an sich. Wir haben schon 10.15 Uhr. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wäre das nicht klüger, wenn ich jetzt schon die Zeit zurückdrehe? Weil... Die Sache mit seinem Sohn wird sich bestimmt auch hinziehen. Oh, verdammt. Achso, ich kann da hoch. Oh ja, gut, gut, sehr gut.
Es wird knapp, Freunde. Eieiei. Yes. Ja, ich stehe ein bisschen schräg. Aber wenn das jetzt nicht zählt, dann ist das schon wirklich Verarschung. Gut. Komm, hier muss was Besonderes drin sein. Nicht? Na, wartet mal. Erstmal alle Gegner besiegen. Ich kann das nicht kaputt hauen? Moment mal, hier ist ja auch heißes Quellwasser. Ach so, das soll also als so eine Abkürzung dienen, oder was? Na schön. Du sollst die Dekurana schlagen und nicht den Felsen. Ach komm, verwandle dich zurück. Bomben! Bomben, Bomben, Bomben. Überall hinlegen und dann werden wir schon sehen, ob es hier noch was gibt. Aber diese Dekurana, die wachsen nach, ne? Aha. Okay, ein roter Rubin. Sonst nichts. Shit! Also ist das einfach nur eine Abkürzung wegen dem Wasser. Alles klar. Na gut. Ab zum Gorundorf. Ach stimmt, vielleicht hätte ich da noch gar nicht reingehen können. Vielleicht darf man da nur als Gorone rein. Andererseits, es wird von einem Wächter gesprochen. Ich sehe allerdings keinen. Ah, mir fällt aber gerade noch was ein. Da hinten. Da gab es doch noch so ein Pulverfassladen, genau. Auch da kommt man nur mit dem Wasser rein. Ja, ja. So. Will da rein. Was? Warum denn nicht? Wieso zählt das jetzt hier nicht? Eisblock zu groß oder was? Och, komm schon. Ist ja echt dämlich. Ja. Na, apropos dämlich. Fällt da runter. Boah, man kommt hier aber auch echt schwer vom Fleck in diesem Schnee. Das ist ja grauenhaft. Ich komme da so auf jeden Fall nicht rein. Als Corona allerdings auch nicht. Ernsthaft oder was? Das gibt's auch gar nicht. Coronenschrein. Bitte sprechen Sie mit dem Torwächter über ihn. Ach so. Ja, da ist aber niemand. Kapiert das irgendjemand? Ich nicht. Oh, shit. Ja, jetzt hänge ich. Jetzt hänge ich das erste Mal. Geil. Muss ich ein Lied spielen? Nee. Na schön. Dann speichere ich ab. Und wir rätseln im nächsten Part weiter.